Langzeitbelichtung von A bis Z. Lerne, wie du in jeder Situation die perfekte Langzeitbelichtung erstellen kannst. Mein Name ist Tobias Gawusch und ich bringe über 10 Jahre Fotografieerfahrung mit in diesen Videokurs, um dir zu zeigen, wie du wirklich in jeder Situation die perfekte Langzeitbelichtung erstellen kannst. In den Genres, in denen ich unterwegs bin, habe ich immer wieder mit Langzeitbelichtung zu tun. Deshalb kann ich in diesem Fall der perfekte Lehrer für dich sein, um dir das Thema Langzeitbelichtung näher zu bringen. Nach diesem Kurs wirst du in der Lage sein, jede Situation auf ihre Tauglichkeit für eine Langzeitbelichtung zu überprüfen. Du wirst genau wissen, wie du dein Equipment benutzen musst, wie du deine Kamera einstellen musst und welche Filter du wählen solltest, um die perfekte Langzeitbelichtung zu machen. Und du wirst auch noch erfahren, wie du verschiedene Effekte erreichen kannst durch verschiedene Arten der Langzeitbelichtung, damit du wirklich aus jedem Bild das Maximum rausholen kannst. Dafür werde ich dir in diesem Kurs zeigen, wie du dein Equipment am besten einstellst, was für Equipment du überhaupt brauchst, welches Stativ ideal ist, welcher Fernauslöser, was deine Kamera können sollte und natürlich, welche Graufilter du einsetzen solltest. Anschließend gehen wir zusammen raus, ich nehme dich mit auf ein Shooting vor Ort, zeige dir ganz genau, wie ich meine Kamera einstelle, wie ich sie aufbaue, wie ich das Bild komponiere und am Ende schauen wir uns die gemachten Bilder natürlich noch zusammen an, wir werden sie noch ein bisschen bearbeiten und so kann ich dir zeigen, wie du wirklich das Maximum aus den Bildern herausholen kannst. Dieser Kurs ist gedacht für eher fortgeschrittene Fotografen. Du solltest also schon ein bisschen Erfahrung in der manuellen Belichtung mit deiner Kamera haben. Außerdem sollte deine Kamera über einen manuellen bzw. einen Bulb-Modus verfügen, denn das ist die Voraussetzung, damit du eine Langzeitbelichtung überhaupt sinnvoll umsetzen kannst mit deiner Kamera. Und ein Stativ brauchst du natürlich auch noch, damit deine Kamera ruhig stehen kann. Ich freue mich darauf, dir in diesem Training wirklich alles zum Thema Langzeitbelichtung zeigen zu können und freue mich sehr, deine Ergebnisse zu sehen. Ich freue mich, dass du dabei bist.